Ich hab keine Ahnung. Hey, du hast einen umgefahren. Jo Leute, wir sind's mal wieder. Wir spielen wieder auf einem neuen Epoch-Server und zwar ist es diesmal Pantera. Und seid gespannt, was wir da alles erleben. Hallo, ich kannte beides. Oh, ich im Auto. Man merkt, dass der Server 2,5 Stunden on ist. Leckt jetzt wieder? Naja, typische Desing-Sachen. Epoch halt, ne? Okay. Hat jemand angefangen zu bauen? Hat einen Helikopter, so einen bewaffneten Grenade Launcher haben wir. Und ich glaube, einen SUV-bewaffneten hingestellt und das war's. Und eine Mauer drumherum gezogen. Wo bist denn du? Sollte ich hier lebend wegkommen? Moment, ich sehe deinen Spieler. Alles klar. Aber den kann ich im Laufen nicht töten, der wird zu schnell. Das ist ein Auto. Hat der einen anderen Skin oder was ist da los? Oder schießt einer mit einer Schallgedämpften? Ah, da habe ich einen getötet. Sollte ich zumindest getötet haben. Ja, der liegt da. Ich kann genau einen Schuss geben. Höllisch. Aber hier war noch einer. Und der wird wahrscheinlich mir jetzt gleich einen genauen Schuss geben. Und sagen die Leute wieder, du bist sowas von nicht friendly. War das der Martin? Ich weiß es nicht. Mir wohl egal wer das war, ich nehme jetzt sein Gear. Lecker Bandage, was zu essen auch. Nom. Makarov-Magazine hat der, das hat der. Morphin nehmen wir auch. Man weiß ja nie, was passiert. Eine schallgedämpfte Makarov-SD, die sowieso nicht funktioniert. Okay, der hat leider nichts. Nee, dann nehmen wir doch die G17. Hätten wir den eigentlich auch leben lassen können. Hätten wir den leben lassen können. Ich dachte, der hätte so eine Mountain Dew oder so. Jetzt sagen die, oh, du hast dein Bambi getötet. Du bist ein Held, sagen die. Weißt du, was ich schon sage? Das ist Daisy. Das ist Daisy. Natürlich. Der Briefcase ist hier. Da ist ein Bambi. Oh, der hat einen Gunpack. Und der hat eine Waffe. Boah, ich glaube, der hat eine DMR. Ein Gogo? Ich hab 10 Schüsse. Ist das eine DMR? Echt locker. Das sieht auf jeden Fall heftiger aus als irgendwie eine Shotgun oder so. Ne, das sind hier eine Sniper. Sagen die Leute wieder. Du spielst sowas von nicht friendly. Wenn du stirbst, dann hast du das verdient. Naja, aber irgendwie muss man ja an Equip kommen. Ist so. Wenn der mir meine Sachen weglootet. Ich bin übrigens unterwegs, ne? Ja. So, zack, da ist er tot. Sehr viel war das. Hab ich das denn gekillt? Ja. Der M4 also. CCUSD hatte der. Und 2 Kabels, nice. Nehmen wir doch alles mit. Haben wir ein Gunpack, eine Uhr, eine Toolbox, also ich hab alles. Aber der ist halt mega unsterblich, so. Ist das eine Safe Zone? Ich schon überall NPCs. Perry? Ich hab keine Ahnung. Hey, du hast einen umgefahren. Sollen wir einfach mal. Lass mal hier kämpfen.
Oh mein Gott, guck mal vor uns da direkt. Wo? Oh Gott, ja. Kannst du die alle töten? Oh, Schüsse. Ich könnte es ja versuchen. Hier kann man die looten? Ich weiß nicht, kann man die looten? Oh, holy shit, ja, man, die kannst du alle. Oh Gott! Backpack, was haben die? Jetzt die ganzen Waffen looten. Alter, Backpack Coyote, ernsthaft? Nimm mal mit. So. Oh. Der schießt einen auf dich? Ja, aber ich weiß nicht von wo. Ich seh den. Ne, ich seh den nicht. Holy shit, ich bin tot. Ernsthaft? Ja. Okay. Ah! Ich weiß, was das ist. Das ist einer von diesen AI-Outposts. Alter, die haben auch eine M14, sehe ich hier gerade. Ja. Ich weiß nicht, wer auf dich geschossen hat, aber ich glaube, der schießt gleich auf mich. Ich nehme mal das Teil auseinander, soweit wir kommen. Das ist für mich schon wieder so ein Grund, nicht auf dem Server zu spielen, ehrlich gesagt. Ich suche erstmal den NPC, der dich. Kannst du hier nochmal hinkommen? Versuch es. Ich habe auf jeden Fall einen M14 gerade gesehen. Einer von ihnen hat einen M14. Ja, da ist er. Ich habe den getötet, der dich getötet hat. Der stand neben dir im Baum. Ah. Oh, 4 Kilometer, das geht ja. Camo-Kleiding. Da schießt jemand, aber nicht auf mich. Zack, da haben wir uns umgezogen. Erstmal ein bisschen Tarngedächt angezogen. Den Schlüssel habe ich auch. Du hattest das Auto abgeschlossen, ne? Nein. Okay, hier ist auf jeden Fall eine PKP, haben die. Ich gucke mir die Waffen durch. Eine PKP, M4. Alter, was die für Waffen haben. Ich schließe mal eben das Auto ab. Lock. Ist gelockt. M16 mit Grenade Launcher war hier auch. Oh, NPCs bangen sich auch durch, sehe ich gerade. Da hat einer eine SD. Ist tot. Also hier gibt es Baracken, das finde ich zum Teil gut, dass die Baracken wenigstens von NPCs geschützt sind, ja? Dass man die NPCs dann gleich looten muss? Oder kann? Noch ein Grund, was ich bei Origins besser finde. Oh Gott, oh Gott. Da gibt's die NPCs kannst du nicht looten. So. Ja, okay, das finde ich. Ich finde nicht looten ist auch nicht ganz richtig. Ein bisschen looten finde ich richtig so. Also muss ja vielleicht AKs oder so ein bisschen Munition. Finde ich okay, aber mehr muss echt nicht sein. Ich meine, sehen wir jetzt mal, wie viele Bots sind da? 10? 15? Mehr als genug. Auf jeden Fall, weil ich das jetzt gleich eine 14 habe. Wenn du theoretisch gesehen jede Waffe davon mitnimmst und die verkaufst, kannst du hier schon eine halbe Base von bauen. Nein, ich habe mein Backpack vergessen, aber egal. Hier sind ja genug. Hier gibt es auf jeden Fall ganz viele Soldier Claws Things. Das Problem ist, eben hat sich einer. Oh Gott, da ist noch einer. Der oben. Haben wir auch geholt? Den oben. So. Okay, nicht jeder hat einen. M14 Aim. Mit 8 Magazin. Ja, Leute. Wisst ihr, was passiert, wenn man Mutter eine M14 Aim gibt? Kannst du echt gleich sein. Wobei. Wobei was? Ja, mit den allen anderen. Keine Chance mehr. Also. Wenn die direkt Waffe auf dem Boden liegen. Vorbei, hast du gesagt. Ich habe Wobei verstanden. Vorbei. Nach Motto. Warte mal.
Ich habe gar keine Lust, hier alle Leichen zu looten. Vielleicht finde ich ja noch mal DMR und dann spiele ich wieder DMR. Habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Ich guck mir erstmal die Baracken an. Ich sammle für uns ein bisschen Soulcheck-Kleidung. Vielleicht machen wir ja auf so einem. Also, das ist für mich schon absoluten Gründen, nicht auf dem Server zu spielen. Wer Hummer uns den geschickt hat, danke, aber. Nee, das kann ich jetzt schon sagen. Da brauche ich ja. So ein Military Outpost ist natürlich eine coole Idee, aber. Da kriegst du einfach zu viel. Und ich meine, guck dir mal an, wir sind da hingefahren, wir sind reingefahren und die Bots haben nicht mal reagiert. Ja, und ich habe hier auch einfach alle getötet. Der dich abgeschossen hat, der stand einen Meter neben dir. Der hat dich, glaube ich, auch nicht One-Hit getötet. So. Okay. 8 Magazine, dann wären das Origins-Bots gewesen. Boah! Ey, aber, da wäre aber. Da wären wir nicht mal bis da hingekommen. Dann wäre in deinem Arsch wieder Party. Und ein viel größeres Loch. Dazu noch 15 andere. 15. Mindestens. Vor allem, was hier für Waffen drin sind. Das geht also, von den Waffen hätte es auch schlimmer sein können, aber... Selbst das... Dass es so viele Waffen sind, nee. Das ist eh... Keine Ahnung. So viel Munition dabei auch. Ich nehme für dich eine Waffe mit, dann hole ich dich ab, weil ich habe das Ganze jetzt gesäubert. Ich gehe gar nicht weiter vor, also ich habe hier meine 100 Bots getötet. Welche Waffe willst du, eine PKP haben? Ja, PKP ist schön. Oh, ich werde beschossen, ich werde beschossen. Ich glaube, da ist noch irgendwo einer. Sieht nach einem Bot aus, so schlecht wie der Spiel. Oh, er schießt, sorry, schießt. Oh ja, ich glaube, ich bin gleich tot. Ich muss ins Lager wieder zurückrennen. Weil wenn das ein Bot ist, der kann mich ja durch Bäume durchziehen. Ja. Aber wenn es ein Spieler ist, dann hätte der mich eigentlich schon längst töten sollen. Da vorne in der Base war noch ein Bot, den habe ich gesehen. Da, ich habe den Spieler gesehen. Oder ne, das ist ein Bot, Alter. Ernsthaft? Mal, ich schieße ihn. Okay, da ist noch irgendjemand. Ich weiß nicht, woher der mich beschießt, aber. Soll der mal weiter schießen? Oh Gott, ich sehe ihn. Na, ja, das ist jemand anders. Lol, da steht ein Bot einfach neben mir. Der hat mich umzingelt. Aber schießt mich nicht an. Oh Gott, da steht noch ein Bot neben mir. Okay, die Bots umzingeln langsam ein. LOL, der hat so eine Dings auf, die nehme ich für dich mit. Ich mag den Sound von der. Eine MK16. Ja, die ist voll geil. Okay, das heißt. Ich mache jetzt so. Dann nehmen wir seine Tasche. Er hat einen Alice-Pick. Ich habe keinen Alice-Pick, ich mich. Lol, irgendwoher kommen jetzt immer mehr Bots. Aber trotzdem. Ich stehe hier mitten in der Base. Ist natürlich mal mit einer dicken Waffe geschossen und gleich ein paar Bots angelockt. Ein paar NPC. Da, ich sehe den Otto. Da hinten ist er doch. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Ne, noch nicht. Steht der Mann? Also die Bots, die mich beschießen, stehen außerhalb der Zone. Die Zombies halten hier deutlich. Leute, guckt euch das mal an. Die Zombies halten zehnmal so viel aus wie die Bots. Da ist noch einer. In den nächsten 5 Minuten töten wir alle NPCs da. Ich erspare euch mal diese Zeit. Perry ist angekommen, hat sich voll equipped. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht zur naheliegenden Mission. So, ich fange da mal an. Jo.
Ah, M2 hat mich erwischt. Ich bin tot. Aber du bist nicht tot, oder? Doch, doch, klar. Wenn der dich einmal erwischt, bist du tot. Ernst du? Und M2. Und besser gezielt als alle anderen NPCs. Also ich glaube, wir haben auch jetzt alle NPCs down. Also der M2-Geschütz scheint das letzte gewesen zu sein. Kommt jetzt noch ein Helikopter angeflogen. Ja, aber das sind keine NPCs. Nee, sonst wäre das Origins. Ja, ich glaube, ich habe wirklich alle getötet hier. Da waren nur 5 NPCs circa. Ich habe ja auch ein paar getötet. Was haben die an Waffen? M4. Wieder eine MK-Mod. Wie ist das? Der letzte hat dich erwischt nebenbei. Ja, oh Mann, das ist. Stimmt, hier ist er so viel. Schade. Lol, einer hat eine Windhütte. Ernsthaft. Ja. Und wieder natürlich eine M14 Aim. Ernsthaft? Ja. Bin 400 Meter von der Mission gespawnt. Okay, dann kannst du mal hinkommen. Etwa. Also ich habe nicht genauen Koordinaten. Kannst du mir die genauen Koordinaten sagen? Warte, ich sag, was da drin ist. AKS, Lee Enfield, M1602, Remington, SVD. Also waffentechnisch finde ich das gut gemacht, was da drin ist. Aber wie gesagt, die anderen Sachen, die genauen Koordinaten, 44, 62. Ja, ich sehe die Mission schon. Ich kann einfach meine Leiche looten. Ja, du kannst auch hier immer einfach looten. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die Mission war viel zu einfach, auch wenn es wenig. Guck mal, vor allem das Lustige ist, die NPCs haben einfach 10-mal besseres Gear, als da drin ist. Du konntest eine Windtutes looten, du konntest eine 14 looten. Da ich sehe dich sogar zulaufen. Windtutes, ey, ist auf Origins, ey, so viel wert. Mhm. Hier, guck mal, PKPs gibt es hier L85 A2 LSW, dieses, dieses dicke Maschinengewehr und so wird. Backpacks gab es hier ohne Ende. Also ne, das ist absolut nicht für mich. Halt nicht wirklich gut Balance, Epoch. Nehmen wir nochmal mit, falls wir irgendwie im Livestream hier spielen wollen, nehme ich dann die Windtutes mit. Ja, dann speichere ich mir die IP mal als möglich einen Livestream-Server ab. Ja. Da liegt meine Leiche. Kannst du mal hier runterkommen, oder? Keine Ahnung. Ja. Ich komme mal zu dir. Muss man nichts zu sagen. Muss man einfach nichts zu sagen. Ich komme zu dir, dann loggen wir uns aus. Und dann würde ich sagen, zocken wir eine Runde DTT, weil ich voll Bock auf DTT habe. Ja Leute, falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder kommentiert diese Folge. Hier oben geht es jetzt zum letzten DayZ-Event und unten habt ihr die letzte DayZ-Folge. Und was ich euch noch mitteilen würde, ich werde demnächst eine Woche lang livestreamen. Nicht die ganze Woche 24/7, sondern ich denke so 4 Stunden am Tag und nur DayZ dann. Also seid gespannt, ich werde das vorher ankündigen. Ich weiß nicht, welche Woche das sein wird, aber naja, wir werden es sehen. Schönes Wochenende, haut raus.